Wie geht es weiter mit dem stillgelegten Flughafen Tempelhof? Zu den verrücktesten Projekten, die bei der Suche nach einer Weiternutzung entstanden sind, gehört ganz bestimmt der Berg. Obwohl der Senat das Projekt längst abgelehnt hat, ist der Plan, auf dem Flugfeld Tempelhof einen Berg zu bauen, so aktuell wie noch nie. Seit Monaten wächst er in aller Munde. Und das ist der Mann hinter dem Berg. Der Architekt Jakob Tigges hat sich die Idee einfallen lassen, als er vor ein paar Monaten ein Luftbild von Berlin sah und ist davon überzeugt, dass der Berg sehr positive Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung Berlins haben könnte. Die Leute werden von fern herkommen, um sich diesen Berg anzuschauen, um Wintersport zu treiben, um zu wandern, den Berliner Wein zu probieren. Wenn der Berg jetzt groß und grün ist und da Ziegen drauf rumlaufen und Schafe und sowas, finde ich das lustig, ja. Die ersten animierten Bilder geben eindrucksvoll wieder, wie die Hauptstadt in der Zukunft mit einer Spitze aussehen könnte. 1000 Meter hoch soll der Berg werden, mit Weinhängen und Skistationen. Die Berliner lassen ihren Vorstellungen freien Lauf. Selbst die BSR sieht darin einen Weg, sich endlich aller Abfälle der Stadt zu entledigen. Außerdem ist der Berg eine Antwort auf eine alte Sehnsucht. Also die Idee in Berlin, einen Berg zu bauen, ist ja so neu nicht. Es gab ja nach dem Krieg die Trümmerberge und es gab in Berlin immer schon die Sehnsucht nach dem Meer. Und die Berge sind halt viel weiter weg, sodass ein Berg einfach das größte Sehnsuchtsbild ist, was man in Berlin aufbauen kann. Dass der Senat die Idee ablehnt, hat die Berliner nicht davon abgehalten, ihre Begeisterung für den Berg auszudrücken. Der Berg ist mittlerweile ein Symbol für Berlin geworden. Egal ob im Internet, in den Kneipen oder auf der Straße, der Berg wird von Tausenden unterstützt und lustig inszeniert, sogar in Japan. Den Berg vorzuschlagen ist eine Sache, aber diese überwältigende Reaktion in den Berliner Medien, in den Kneipen, wo die Bilder hängen, die ganzen Anrufe, ich glaube, ich beantworte am Tag zwischen 30 und 50 E-Mails zu dem Berg und kriegen Vorschläge natürlich noch zur Ausgestaltung des Bergs. Und die eigentliche Arbeit geht ja jetzt erst richtig los. Der Senat hat heute 3 Architekten damit beauftragt, Konzepte für die Zukunft Tempelhofs zu entwickeln. Dass der Berg seinen Platz in Berlin finden wird, ist eher unwahrscheinlich.